Hallo, herzlich willkommen bei Gesundheitsklick. Heute machen wir zusammen leckere Ostermuffins und zwar sind es Spiegeleiermuffins. Und ich möchte dir heute gerne zeigen, wie du das Rezept komplett in vegan und glutenfrei zubereiten kannst. Das Rezept kommt auch mit viel weniger Industriezucker aus, als es vielleicht herkömmliche Rezepte tun. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Video und dann beim Backen. Für diese leckeren Spiegeleiermuffins benötigst du folgende Zutaten. 230 Gramm glutenfreie helle Mehlmischung, 120 Gramm Rohrzucker, 1 Esslöffel Kartoffelstärke, 30 Gramm Kakao, 3 Esslöffel Apfelmus, 80 Gramm flüssiges Kokosöl, 230 Milliliter Wasser, 50 Gramm Zartbitterschokolade, eine halbe Packung Backpulver und eine Prise Vanille. Du benötigst noch ein Muffinblech mit entsprechenden Muffinpapierchen. Für den Muffinteig geben wir zuerst den Rohrzucker und das geschmolzene flüssige Kokosöl in eine Schüssel und rühren das kurz schaumig. Danach kannst du die Zartbitterschokolade entweder klein mixen, so wie ich das gemacht habe, oder natürlich auch klein reiben. Und danach geben wir die restlichen Zutaten nach und nach dem Zucker-Öl-Gemisch hinzu, also sprich die Zartbitterschokolade, das Mehl, den Kakao, die Kartoffelstärke, die Vanille, das Backpulver, das Apfelmus und rühren das alles zusammen zu einem schönen, glatten, geschmeidigen Teig. Das Wasser gebe ich dann noch, während ich den Teig verrühre, langsam hinzu. Und so entsteht ein lockerer, luftiger Teig. Und jetzt füllen wir den Teig nach und nach in die einzelnen Muffinförmchen und geben den Teig dann für circa 20 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze in den Ofen. Wenn die Muffins fertig gebacken sind, holen wir sie aus dem Ofen heraus und lassen sie erstmal gut abkühlen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil sonst unser Topping dahin schmilzt. Also bitte hier wirklich die Muffins gut abkühlen lassen. Wenn jetzt einige Muffins etwas nach oben gebacken sind, kannst du es auch gerne mit einem Glas etwas wieder nach unten drücken, damit du das Topping schön darauf setzen kannst. Für das Topping benötigst du jetzt einen Becher vegane Schlagsahne, einen Becher veganen Schmand, und 1 bis 2 Dosen halbe Aprikosen und etwas Vanille. Zuallererst schlagen wir einmal die Sahne schön steif und geben dann den Schmand noch mit hinzu, sowie die Vanille. Wichtig bei diesem Topping ist, dass die Sahne wirklich richtig gut steif geschlagen ist und es mehr oder weniger ja eine richtig schöne feste Masse ist. Eventuell kannst du auch gerne noch ein Sahnesteif hinzufügen, damit uns die Sahne dann auf den Muffins nicht davonfließt. Und dann kannst du auch schon das Topping auf die Muffins geben und dann geben wir die Aprikosen noch oben hinzu und dann haben wir diese schöne Spiegeleiform und somit sind diese wunderschönen Ostermuffins auch schon fertig. Sie eignen sich wunderbar für die Familie oder wenn du zum Brunch eingeladen bist, vielleicht auch zu einem kleinen Osterfest. Finde ich das wirklich eine schöne Idee und ein tolles Mitbringsel. Ich wünsche dir jetzt frohe Ostern und ganz viel Spaß beim Backen.